Hallihallo miteinander. Ich habe hier eine Standschablone von Coco Rosa. Ich habe hier schon mal ein bisschen was angefangen auszustanzen und will euch das mal zeigen, wie das funktioniert. Also, sind hier diese ganzen Standschablonen, die alle zusammenkommen und die lassen sich sehr schön ausstanzen. Ich habe es zuerst ja mal mit Weiß gemacht, aber ich finde, mit Weiß ist der Kontrast so irgendwie mir zu hart. Also, ich habe schon noch nicht alles ausgestanzt. Also man kann hier, ich zeige euch die mal, so, das ist das Grundteil, was man denn falzt, machen wir gleich. Und dann habe ich hier einmal dieses und rechts und links, da kann man, da hat man noch die entsprechenden Standschablonen, wenn man da noch in kleiner Weiß ausstanzen möchte. Ich möchte das gerade nicht für diese Karte, aber man kann das machen. Hier habe ich jetzt die beiden. Das ist übrigens das Papier von Action. Und hier kann man, wenn man möchte, auch nochmal, das sind diese beiden. Hier sind nochmal kleinere, wenn man nochmal helleres oder so machen möchte. Da wacht gerade mein junger Padawan aus. Dann könnt ihr nochmal auf... Oder ihr könnt hier dieses, was ich jetzt in Designpapier genommen habe, noch mal eine zweite Farbe nehmen und dann in Designpapier diese machen. Ich werde noch was ausstanzen, habe ich extra gelassen, damit ihr seht, wie das aussehen kann. Ich wollte das jetzt wahrscheinlich einmal machen, außer hier in der Mitte. Da kommt denn der noch hin, damit man da noch ein bisschen was schreiben kann. Und ich stanze gleich noch mal mit euch zusammen. Also die stanzen sich wirklich super. Moment, ich muss mal kurz meine Strickjacke ausziehen. Es ist nämlich ein bisschen warm hier. Die Sonne scheint total rauf. Ich musste meine Plissero los runter machen, damit ihr nicht geblendet seid. So. Und mal hoch machen. Also, und dann will ich natürlich die Falzlinien lang gehen. Das geht übrigens sehr einfach, nur meine Blindheit kommt mir da wieder mal in die Quere. So. Und so. So sieht es dann aus. Und dann kann man das auf eine Grundkarte machen und kann es so aufmachen. Und dann hat man da einen schönen Weihnachtsbaum. Wenn ihr bei Coco Rosa, ich werde euch den Link zu dieser Standschablone unten in die Infobox reinsetzen. Und für die, die nicht wissen, wo die Infobox ist, das ist da, wo gleich hier unter dem Video auf dieser Seite hier so steht ein bisschen Schrift. Und wenn ihr da auf mehr klickt, dann geht die auf. Und dann könnt ihr dort alle Links für alle Sachen, die ich irgendwie empfehle, die stelle ich euch da immer unten rein. So. Jetzt werde ich das mal kurz mit dem Falzbein hier lang gehen. Das ist das dickere Papier von Action. Upsala. Jetzt habe ich mein Handy nicht leise gemacht. Entschuldigung. Und wir kleben uns das schon mal rein. Und dann stanze ich gleich mal mit euch noch zusammen die anderen Teile, damit ihr das seht. Vielleicht nehme ich mir gleich mal noch anderes Papier für das Weiß, was ich zuerst hatte, als Grundelement. Aber das fand ich dann mit dem dunklen Papier den Unterschied zu hart. Und deswegen habe ich mir das dann nochmal in dem Kraftpapier ausgestanzt. Wie gesagt, ausstanzen, einmal durchkurbeln und dann ist es schön. Wie funktioniert das? Super, und deswegen habe ich noch nicht alles ausgestanzt, also schon das, was ich gerade für diese Karte nutzen möchte, aber damit ihr gucken könnt, dass die Tatsache sehr schön sich ausstanzen lässt. Und ich finde, das ist eine leichte und doch super schöne Karte, die man zu Weihnachten machen kann. Und ich finde es ja immer schön, wenn man halt Standschablonen hat für so besondere Karten.
Und es gibt ja Leute, die sind so unfassbar genial darin, Karten zu machen ohne Standschablone. Jetzt habe ich das ein bisschen zu weit drüber gemacht. Ach Gott. Ich brauche schon Standschablonen. So, das ist sehr saugfähig, das Papier. Ich finde, dass das in den neuen Blöcken, diese Dreierblöcke von Action, das Kraftpapier, das stärkere, schon ein bisschen anders ist als vorher. Das ist etwas rauer in der Oberfläche, wie ich finde. Das passt ungefähr, sage ich jetzt nicht ganz. Aber naja, das habe ich jetzt hier nicht so toll geklebt. Aber da das sowieso die Innenseite ist, ist das jetzt nicht so schlimm. Wie gesagt, das Papier ist etwas rauer. Entschuldigung, hier damit ihr, weil echt der volle Unsinn, ne? Hier ist mordsonnig und ich musste die Plissero-Los runter machen und das Licht anmachen, damit ihr nicht zu dunkel habt. Aber mit nur der Sonne ist es so grell hier drin, dass ihr gar nicht sehen könnt. Ja, wie gesagt, weil das Papier sehr rau ist, kann man natürlich auch mit dem Kleber nicht mehr so schön hin und her rutschen, wenn man mal das ein bisschen anders nochmal verrutschen will. Das geht nicht, weil das Papier sehr, sehr, ja, saugfähig ist. Ja, Pinselchen, jetzt ist nämlich gerade mein roter Kater hergekommen. So. Und wie ihr seht, also die meiste Zeit nimmt es Ausstanzen in Anspruch, aber es dauert jetzt auch nicht so lang. Ich wollte euch nur nicht damit langweilen, dass ich jetzt mit euch Sachen ausstanze. Also das ist ja, da wisst ihr, wie es geht. Und so. So sieht es denn erstmal aus und dann wird es so zusammengepackt. Und diese hier werde ich mal hier noch in die Mitte reinkleben, damit man da noch ein paar liebe Wünsche oder die Namen reinschreiben kann. So, dann ist es eigentlich schon fertig. Wie gesagt, ihr könnt hier noch, wenn ihr hier an den Seiten jetzt auch noch was reinschreiben wollt, das mache ich jetzt mal mit euch zusammen, dann könnt ihr die zwei noch nehmen. Ich mache mal hier meinen Kleber zu. Ich muss mal meine Nase schnauben. Ich weiß nicht, warum ich immer, wenn ich Videos mache, mir die Nase läuft. Ich muss mal kurz Pause machen. Einen Moment. So, Entschuldigung, aber habt ihr gar nicht gemerkt, ne? Weiter geht's. So, jetzt werde ich mal noch in diesem Kraftpapier, in dem dünneren, oh Entschuldigung, machen wir mal noch die zwei. Also wie gesagt, ich werde sie jetzt nicht nutzen, aber ich möchte, dass ihr seht, wie leicht die ausgestanzt sind, wobei das ja auch jetzt hier dünnes Papier ist, aber ich kann mal noch gleich auch dickeres noch mal ausstanzen für gegebenenfalls die Außenseiten. Wenn man da noch Papier hinmachen möchte. Also könntet ihr hier, wenn ihr denn wollen würdet, über das Designpapier, ihr könnt auch natürlich auch zwei Designpapiere nehmen, halt, das ist die falsche Seite, hier hin, nochmal was hinmachen. So. Also ich finde die wirklich eine sehr, sehr hübsche Standschablone. Und ich werde mal, die packe ich mal kurz zur Seite und ich werde für die
für diese Seite hier. Wobei man sie ja nicht wirklich sieht, ne? Nee, sieht man eigentlich nicht. Weil ich will die so auf eine Grundkarte kleben. Also ihr könnt die natürlich auch so dann hinstellen. Dann geht es auch. Das sieht ja auch schön aus. Ihr könntet das zum Beispiel auch als Platzkarten machen, dass ihr jetzt hier die Namen hinschreibt, wenn ihr zum Essen einladet, und dann das hier so hinstellen und da der Name steht. Das geht natürlich auch. Aber ich wollte die eigentlich heute auf eine Grundkarte machen. Wobei das natürlich als Platzkarte auch schön ist, ne? Aber ich mache es jetzt trotzdem erstmal auf eine Grundkarte. Und wir brauchen das nicht, die Ränder machen. Jetzt nehme ich mir mal eine schöne Grundkarte. Dazu drehe ich mich mal um. Und muss mal gucken, welche ich nehme. Ich habe ja hier ganz viele. So, ob ich eine helle nehme oder hier lieber eine dunklere. Entschuldigung fürs Knistern. Mir wird ja mal gesagt, das Knistern ist so sehr zu hören. Wie gesagt, sind von Action. Und ob ich hier eine nehme, ich glaube, ich werde eine goldene nehmen. Ne? Das passt, glaube ich, ganz gut. Und ich habe natürlich meinen Hebelschneider drüben, weil ich nämlich in meinem Esszimmer gebastelt habe. Und ich jetzt nicht wieder aufstehen will. Also nee, die ist mir der Kontrast zu doof. Ich nehme schon die, aber wie gesagt, die muss ich eigentlich noch mal ein bisschen hier. Warte mal kurz. Thies, ja? Kannst du mir mal meinen Hebelschneider aus dem Esszimmer bringen, bitte? Den Hebelschneider. Ach, ist doch schön, oder? Das Wochenende ist, mein Mann ist zu Hause. Dann muss ich jetzt das Video nicht unterbrechen. Ja, ihr wisst ja, dass mein Mann Thies heißt, ne? Also, von daher. Ich finde das auch sehr schön, Tatsache, als so, wenn man zum Weihnachten einlädt und dann das als Platzkarten nimmt. Huch, hier das Licht stört euch. Und das dann so hinstellt. Könnt ihr natürlich jetzt nicht so prima sehen, aber es könnt ihr ohne Probleme super hinstellen. Das sieht dann schön aus. Das, ja, ist okay. Ja, aber ich meinte den kleinen, aber es ist nicht schlimm, alles gut. Mein Mann hat mir jetzt den wunderbaren großen Hebelschneider gebracht, den er mir geschenkt hat. Der geht natürlich auch. So, ich muss die immer ein bisschen begradigen, weil mich Schnupsel nerven. Diesen großen Hebelschneider hat mir, wie gesagt, mein Mann geschenkt, damit ich großes Papier, also die 30,5 x 30,5 Stanzblöcke, halt schneiden kann. So. Und dann haben wir hier und kleben. Mal gucken, mein Tumble, der ist. Ich nehme den Kleber hier. Und dann machen wir hier ein bisschen ordentlicher Kleber drauf, also ein bisschen dicker. Hier natürlich weg. Kleber hier ist weg, nicht dass ich aus Versehen den Flügel anklebe.
Und dann kleben wir den mal an und können hier gegebenenfalls noch kleine Sterne oder so drauf machen. Benutzt habe ich übrigens, ich zeige euch mal das Papier, für die, die das interessiert, welches Papier ich benutzt habe aus diesem Block. Ich weiß nicht, also ich habe es auf jeden Fall dieses Jahr gekauft. Ich weiß nicht, ob es ein Block von diesem Jahr ist oder vielleicht einer vom letzten Jahr. Auf jeden Fall habe ich ihn dieses Jahr bei Action gekauft. Und da habe ich das Papier rausgenommen. Finde ich sehr schön. So, und jetzt zeige ich euch mal die fertige Karte. So sieht sie aus. Und dann kann man das hier so aufmachen. Und hat eine schöne Karte. Und sie passt auch noch in Umschläge rein. Ich bin gespannt, wie ihr sie findet. Lasst mir gerne einen Kommentar da. Und wenn ihr Lust habt, kommt gerne in meine Facebook-Gruppe. Dort könnt ihr dann zeigen, was ihr so bastelt. Ich wünsche euch erstmal was und wir sehen uns. Bis dann. Tschüss.